guten Morgen. Ich möchte ganz über das Ausstellungsprojekt Dying Water sprechen. Die Ausstellung Dying Water ist die weltweit größte Sammlung von PET-Flaschen, die tatsächlich von vielen Menschen gesammelt wurde und bei uns zusammenkommt. Und für diese Ausstellung haben wir jetzt verschiedene Anfragen und ich wollte die einfach Königstein auch anbieten, weil ich der Meinung bin, dass sich diese Ausstellung wunderbar in ihr Wasser-Event integrieren könnte. Bei Dying Water, ich gehe mal kurz durch das Konzeptpapier, da geht es eben darum, dass wir im Grunde nicht wirklich wissen, wie wir mit unseren Problemen umgehen sollen und auf der anderen Seite auch nicht wirklich wissen, was unsere Probleme sind. Und wir können praktisch mit dieser Ausstellung dieses Unwissen oder unser Dilemma sehr gut darstellen. Wir haben diese Sammlung bekommen vom Selterswassermuseum in Niederselters und haben die jetzt verbunden mit unserer eigenen Sammlung und mit dem, was wir über die letzten Jahre von Menschen bekommen haben oder aus verschiedenen Reisen mitgebracht haben. Das heißt, die Flaschen sind in absolut unterschiedlichem Zustand und dementsprechend ist die Gesamtoptik der Ausstellung sehr, sehr wuchtig. Ich wüsste keine andere Ausstellung, die sozusagen das Thema Trinkwasser und Umweltverschmutzung zusammen so gut darstellt wie diese Ausstellung. Wir können diese Flaschen in eigentlich jedem Raum ausstellen, der groß genug ist, dieses Volumen zu fassen. Wir brauchen dafür nicht viel. Wir können die Flaschen einfach auf dem Boden aufstellen, auflegen, so wie sie sind, ja, in dem Zustand, in dem sie sind. Wir können Getränkekisten mit dazu nehmen, die aufpacken. Wir können mit einfachsten Mitteln, und es können tatsächlich Betonblöcke sein oder Betonblöcke. Es muss also, das muss nicht in Vitrinen, das muss nicht in besondere Regale. Es muss einfach nur ein großer Raum sein. Am besten ein Raum, der sehr clean ist. Das heißt, wir haben einen einfarbigen Boden, wir haben an den Wänden keine Bilder, wir haben von oben eine Neonbeleuchtung. Wir brauchen keine besonders dezidierte Beleuchtung für einzelne Flaschen oder so, sondern der Raum muss einfach ausgeleuchtet sein, er muss groß genug sein, dass er begehbar wird. Und die Flaschen stehen am Boden, genauso wie sie eben auch in der Umwelt einfach am Boden liegen. Ja? Von daher ist der Aufwand, die Ausstellung aufzubauen, nicht unbedingt groß. Man kann diese Ausstellung, die an sich einfach verdeutlicht, worin das Problem besteht, nämlich wir füllen Wasser in PET-Abfluss, ist an sich schon problematisch. Und wir haben keine Antwort auf diese Frage. Wir können praktisch diese Ausstellung verbinden mit dem Umstand, was für Lösungskonzepte es eigentlich gibt im Bereich Trinkwasser, im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Umweltverschmutzung. Das heißt, außerhalb des Raumes kann im Grunde jedes Projekt, jede Initiative, jede Firma einen kleinen Messestand aufbauen und ihr Ding dazu sagen oder einfach nur Flyer auslegen und Plakatwände aufstellen. Also nicht in der Ausstellung, aber praktisch im Vorraum dazu. Sodass das Ganze in einen größeren Kontext kommt. Ja? Und diese Ausstellung geht praktisch vom Problem zur Lösung und nicht irgendwie nur, oh Gott, die Welt ist schlimm. Ja? Also das Ziel der Ausstellung ist praktisch, den Leuten zu zeigen, was ist los und den Leuten natürlich dann auch mit Hilfe der anderen Aussteller zu zeigen, was ist eigentlich möglich, was ist machbar. Und damit haben wir natürlich etwas Einmaliges, was sonst niemand hat. Ja? Wir haben eine Kunstausstellung, die sozusagen den Kontext für den Rest bildet. Ja. Das heißt, wenn Sie jetzt dieses Wasser-Event machen und es geht nur einen Tag, können Sie trotzdem diese Ausstellung machen. Und diese Ausstellung, die können Sie 2 Wochen machen oder 4 Wochen. Ja. Und können die praktisch als Ausstellung für die Besucher zugänglich machen.